Ich glaube nicht, dass es die Partner schuld sind. Ich glaube, du suchst dir eher den Partner aus, der sozusagen das bedient, wo du selber auch Bock drauf hast. Also das kann man nicht den Partnern so die gesamte Schuld geben. Wie sich Bibi und Julienko verändert haben. Flexa based. Kaiser, let's go. So. Bist du arg? Nur der Hintergrund hat sich verändert, als ob ich meine Haare abrasiere. Wir sind heute woanders, und zwar in der neuen Zentrale. Was geht ab? Na, es ist alles nur noch nicht fertig eingerichtet. Ich bin so kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Aber sieht cool aus. Sieht doch cool aus jetzt schon. Aber sonst ist alles super. Aber was gibt's Besseres, um den Wohlfühltank quasi neu aufzufüllen, ja? Als ein Bibi-Comeback. Wer kennt sie nicht? Die 17-jährige Bibi, die wir hier auf diesem Foto sehen. Wobei, eigentlich ist es nicht Bibi, die wieder direkt zurück ist, sondern es ist Bianca Heinicke, so wie sie sich jetzt nennt. Also, weil sie so heißt. Trifft sich super, ne? Weil ich habe sehr viel Feedback von euch bekommen, dass ich bitte mal... Sie ist jetzt 18, oh mein Gott. Was, Phoebe ist jetzt 18? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die war aber auch eine Ewigkeit 17, ne? Also, ich... Das war ein sehr langer Zeitraum, wo sie 17 war. Bitte, Halleluja, mach doch bitte endlich mal was zu Julienko, der Typ, der muss gestoppt werden, der Trottel. Da hat es in jüngster Vergangenheit den einen oder anderen Aufreger gegeben. Ja, ich werde da aber nicht so speziell drauf eingehen. Es geht mir eigentlich mehr so um den Umgang von den beiden mit dem Fame/Money, das sie jetzt haben. Mit dem Fame und Money. Das stimmt, sie haben beide wirklich sehr viel Fame, aber vor allen Dingen sehr viel Money. Was kurz? Also mehr, als man sinnvoll ausgeben kann in einer Lebenszeit. Ja, also mache ich quasi das, was ich immer mache. Und zwar, ich höre nur ein bisschen auf meine Community und den Rest freestyle ich dann. Hey, by the way, habt ihr mitbekommen, dass Julienko jetzt ein neues Influencer-Produkt rausgebracht hat? Ja, das habe ich gesehen. Und das Influencer-Produkt, was er rausgebracht hat, das erinnert mich sehr stark an ein Produkt, was es schon gibt. Aber ich sage da mal nichts. Das werden wir uns auch anschauen. Dann schaffen wir es also vielleicht, dass wir Bibis Comeback gemeinsam mit Julienkos neuestem Influencer-Dasein irgendwie vereinen. Na, zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Ein kleines Update noch in eigener Sache. Auf dem Zweitkanal ist jetzt der Ton auch wieder crispy, misty, clean. Weil die letzten Male, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon ist. Pass auf. Vielen lieben Dank. Das gleiche scheiß Mikrofon, was ich seit 2 Jahren verwende, und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Hallo meine Freunde, ich bin rechts und jetzt bin ich in der Mitte und so. Sound so gut wie Alpha Kevins Video. Fangen wir aber am besten mit Bibis. So, der Sound ist jetzt jedenfalls wieder crispy clean bei Kaiser. Und jetzt geht's los mit Julienko oder Bibi. Comeback an. Am 29. Dezember, Bibi. Letztes Jahr, schon lang her, hat sie auf Instagram 1053 Bilder gelöscht von ihr. Das sind mehr als von mir jemals existieren werden. Sie hat dann ihr Profilbild geblackoutet und zu einem neuen geändert, das anders als die meisten Bilder von ihr jetzt nicht so gekünstelt oder gestellt aussieht. Und dann hat sie natürlich noch den absoluten Banger gedroppt. Okay, ein lachsfarbenes Statement mit weißer Schrift und ungefähr 3 Bytegröße. Ey, das war so schwierig zu lesen, ne? Ich wollte das auch lesen und ich musste die ganze Zeit so ranziehen, weil es so schwer war zu lesen. Und ich finde, man hätte das auch, also, man hätte das auch auf 3 Seiten kriegen können statt 5. Also, teilweise wurde schon wiederholt. Aber, also, ich brauche eine Brille, was? Ihr habt es alle gelesen, ohne ranzuziehen? Digga, das ist unmöglich. Nee, dann habe ich schlechte Augen. Ich hab das nicht. Nee, Digga, ich hab das nicht einfach so. Nee. Ich musste da richtig ranziehen, Digga. Das ist ein 5-seitiges Statement/Update, das sie, schätze ich mal, gescreenshottet hat auf ihrem Handy. Das ist das Alter, ja. Nee, das ist einfach, das ist zu klein für mich. Das ist leider zu klein für mich. Und dann gepostet, das ist, by the way, nicht komprimiert, das ist original, so die Qualität. Wobei, ich bin eh der Letzte, der sich im Moment über Qualität aufregen darf. Ich gebe euch einen kurzen Einblick in das, was sie so geschrieben hat. Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv in meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte. Ich war mit der neuen Lebenssituation völlig überfordert und musste erstmal lernen, was mein neues Leben ist, wie ich wollte, dass es ist und auch, wie ich wollte, dass es nicht ist. Ich habe versucht, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Ich gönne ihr das richtig. Ich gönne ihr das richtig, dass sie sich so viel Zeit auch rausgenommen hat für sich selber, für
für die Leute in ihrem Umfeld und einfach mal auf die Bremse drauf getreten hat. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe versucht, so wenig Zeit es geht am Handy zu sein, es teilweise tagelang weggelegt und einfach im Moment zu leben. Das Leben und die äußeren Einflüsse zu entschleunigen und zu reduzieren, ist für mich so unglaublich wichtig geworden. Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen. Ich danke niemals mehr euch in meinem Leben. Jetzt mal in der Position, wo sie ist, dass sie sagt, ey, ich habe so viel gepostet, ich habe so viel gemacht schon in der ganzen Influencer-Welt und sowas. Wozu den Druck? Wenn du dir anschaust, sie hat ein Haus, sie hat mega viel Kohle, okay, in jedem von ihren Einbauschränken sitzt ein kleines Kind und zählt ihr Geld. Mehr braucht um den Reichtum von Bibi klar zu machen, einfach in jedem ihrer Einbauschränke sitzt ein kleines Kind und zählt ihr Geld. Passt nicht. Und karrieretechnisch gibt es auch nicht mehr viel, was du so erreichen kannst. Okay, Fernsehauftritte, Musik, Videos, Bilou, Bibi und Tina, ja. Das alles aufzugeben, musste ich auch erstmal trauen. Also sie wird immer noch bei Bilou mitverdient. Ja, ich wollte gerade sagen, sie hat es ja nicht aufgegeben. Also das sind ja Unternehmen, die laufen ja immer noch. Glaube ich zumindest. Und sie wird vielleicht noch das ein oder andere Side-Hustle am Start haben. So skalieren musst du, skalieren. Also ich glaube auch nicht, dass sie nur stillgestanden hat. Ich glaube, die hat rein beruflich schon Sachen gemacht in der Zeit, bestimmt. Also es ist reine Spekulation, aber ich gehe davon aus. Ah, fix, ganz vergessen. Das erste Lebenszeichen von Bibi war nämlich nicht das Profilbild oder so, sondern das war ein Instagram-Kommentar auf dem Profil von ihrem Freund Timothy. Jetzt pass mal auf. Timothy, der ist nämlich ein Life-Coach. Okay, wir sind Life-Coach. Was braucht man für eine Qualifikation als Life-Coach? Man braucht einen Seiden-Bademantel. Geil, danke dir. Man muss am Leben sein. Soweit ich weiß, ist es kein geschützter Begriff. Deswegen, wenn es für euch kein Problem ist, dann tun wir jetzt auch nochmal so, als wäre ich Life-Coach. Sehr gerne, sehr gerne. Kaiser, coache uns im Live. Es re-rap, so, es ist ja eh cool, was er macht und so. Es ist nur nichts für mich. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was abgeht auf seiner Webseite. Pass auf, ich lese dir vor. Als Live-Coach und Autor beschäftige ich mich tagtäglich mit dem lebendigen Leben. Was? Aber auch Julienko ist wieder am Start. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram macht er immer noch fleißig Werbung. Gemeinsam auch mit seiner neuen Freundin Tanja. Ich habe mich immer gefragt, in der Position so, wozu macht man es noch? So, ich kann es ja nachvollziehen. Ich schalte ja auch Werbung bei meinen Videos und sowas. Ich will ja auch Geld verdienen. So, weil wer gibt mir das Recht, darüber zu urteilen? Aber lass mal ganz kurz über Julienko urteilen. Ich habe mitbekommen, dass viele Leute so ein bisschen das Gefühl haben, dass er, seitdem er mit Tanja zusammen ist, er ein bisschen abgehobener wirkt. Ich finde, Julian zeigt sich ziemlich abgehoben, seit er mit Tanja zusammen ist. Was war das Höchste, was du mal für eine Koop bekommen hast? Kann ich das beantworten? Ja. Sag einfach, das ist die eine. 100. Und diese Tasche, die habe ich eben schon gezeigt. Diese Chanel-Tasche an, so ein Bubblegum. Warte, also Tanja hat mal als höchstes 100.000 für eine Koop bekommen. Ich finde diese Frage immer so ein bisschen unnötig, weil eine Koop kann so vieles bedeuten. Eine Koop kann ja auch ein Jahresdeal sein. Für ein Jahresdeal ist natürlich 100.000 nicht mehr so viel wie für ein Placement in einem Augenblick sozusagen. Also es ist immer noch sehr, sehr viel, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich finde diese Frage, wie viel für eine Koop, finde ich immer so ein bisschen, ja okay, was ist genau jetzt gemeint? Ich hatte die noch nie an, ne? Ich trage nur den hellen eigentlich. Die Qual der Wahl. Mein Favorit ist die hier. Ja, ich verstehe nicht, wie man irgendwann so, wie man das spannend finden kann. Oh. Passt perfekt. Tanja hat diesen Ring jetzt einmal anprobiert. Der Ring hat einfach umgerechnet etwas über 700.000 Euro gekostet. Das heißt, du hattest gerade 700.000 Euro an deinem Finger. Und er hat einfach sofort perfekt gepasst. Und was sagt ihr dazu, am Finger einfach 700.000 Euro zu tragen? Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. In was für Kreisen, Digga? Ich verstehe das nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man das so sehr fühlen kann. Wie man es fühlen kann, so, was war das hier? Louis Vuitton? Nee, Chanel, ist das Chanel? Ja, oder? Wie man so, ja, diese Tasche oder die, lass mal shoppen gehen. Digga. Also, wenn ich wählen könnte zwischen solche Taschen shoppen gehen und mit dem Tetra-Pack Wein auf dem Bordstein mit irgendwie Freunden zu sitzen, würde ich das Letztere wählen.
700.000 Euro gekostet. Lena Nuss, danke dir. Das heißt, du hast gerade 700.000 Euro an deinem Finger. Und hat einfach sofort perfekt gepasst. Und was sagt ihr dazu, am Finger einfach 700.000 Euro zu tragen? Würdest du wohl damit fühlen? Ja. Okay. Ich fühle schon wie das Nummer 1 Tage, wenn ich... War es eine Chanel-Tasche? Ist das nicht Gucci? Digga, was? Bin ich dumm? Das war... Das hier ist doch ein C, oder nicht? Ah, hier oben steht doch Chanel sogar drauf. Hier oben. Es ist Chanel. Ich kenne mich mit sowas aus. Ich bin Designer. Mann. Ich höre euch ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, das ist auch kein Problem, wenn man Influencer ist, wenn man nicht so, wenn man nicht Bro. Ach, das andere C steht für Coco. Ah, ja, jetzt sind wir doch im Game, Digga. Jetzt bin ich doch wieder abgeholt. Jetzt bin ich doch wieder da, wo ich ankommen kann. Okie Mokie, sondern Influminf, ja. Oh, ein Euro. Am besten geht das aber nicht, wenn man es so blöd macht wie ich und nur Werbung für andere Firmen macht, sondern wenn man seine eigene Firma gründet und sein eigenes Produkt rausbringt. Ist natürlich auch ein Riesenaufwand und sowas. Also ich habe großen Respekt vor den Leuten, die sich halt das antun, unter Anführungszeichen. Ich hätte nicht mal die Zeit oder die Nerven, mich damit auseinanderzusetzen mit Lucky Stick und mit dem und Schasti und so. Das neue Produkt von Julienko heißt Juicy Wow. Und zwar haben wir einmal hier Juicy Wow, nennt sich das Ganze. Krass. Krass, wo habe ich denn sowas Ähnliches schon mal gesehen? Ist das, was ist denn das? Ist das so Sirup, was man sich so ins Wasser tut? Drei verschiedene Sorten Trinksirup, und zwar einmal Pink Grapefruit, die Sorte. Dann haben wir einmal Peach Passion Fruit und einmal Cherry Lemon. Zum Namen Juicy Wow, ich würde sagen, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Juicy. Liebe Grüße und viel Kraft fürs neue Jahr. Hat er sich ein Produkt ausgedacht? Versteht ihr? Also er hat eine tolle Idee gehabt, was es für ein Produkt geben könnte. Hat er einfach sich so gedacht, so hey, es wäre doch cool, wenn es so ein Produkt gäbe auf der Welt. Nee, ey, ich kann ihm machen, was du willst. Sehr fruchtig, wow. Das werdet ihr merken, wenn ihr es probiert. Ja, das Video geht dann weiter mit einem Geschmackstest für Tanja, in dem sie unterscheiden. es ist schon, also es ist nicht mal sich Mühe gegeben, ne? Es ist nicht mal so, dass sie sich Mühe geben, irgendwas zu verstecken oder so. Muss zwischen Juicy Wow und Tomatensaft. mach mal die Nase zu. Nee, ich find's super, dass er sich dein Produkt ausgedacht hat. Nein, das ist gut. Tomatensaft. Ja. Juicy Wow. Jawoll. Und was für ein Geschmack? Cherry Lemon. Pink Grapefruit. Scheiße. Aber man schmeckt es auf jeden Fall. Wie gesagt, das soll überhaupt kein Hate sein, sein eigenes Produkt rauszubringen. Chat sagt Störung C, Störung V. Ja, also ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe hier gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Macht absolut Sinn, wenn man die Reichweite hat. Es ist halt schon, also... So, ihr habt ja auch immer gute Vorschläge, ja? Kaiserdrohne, Kaiserschmarrn, Kaisersemmeln, ja? Wir dominieren den Markt einfach nur mit irgendwelchen Produkten, die keine Sau braucht, aber Kaiser im Namen haben. Aber wie gesagt, Bibi will das jetzt ein bisschen slower angehen, ein bisschen auf Chill und Milo angelehnten Hase und so. Es macht auch absolut Sinn, dass du nur hier und da mal ein Bild postest, ohne Druck, ohne irgendwas. Und bei Julienko geht es halt wirklich viel so um Werbung, viel um Gewinnspiele und halt eben auch jetzt natürlich um den Hype von seinem eigenen Produkt Juicy Wow, auf dessen Namen ich immer noch nicht klarkomme. Wir haben also jetzt ein Problem, Freunde, ja? Zwei Personen im Internet verhalten sich anders, als es die Menschen vor den Bildschirmen expected hätten. Also was ist die Conclusion? Es muss einen Auslöser geben, es muss einen Übeltäter geben und den müssen wir finden. Einen Übeltäter, der dafür sorgt, dass Bibi sich so für so ein entschleunigtes Leben entschieden hat, erstmal, und Julienko halt sowas macht. Es muss dafür einen Auslöser gegeben haben. Warum? Was ich so gelesen habe, ist, dass die meisten Leute das so wirklich an den Partnern festmachen. Also bei Julienko, die neue Partnerin ist ja Tanja, und sie ist halt ein bisschen mehr so dieses Glamour Girl, bisschen mehr so, ja, stört mich nicht, wenn ich fucking... Ich glaube nicht, dass es die Partner schuld sind. Ich glaube, du suchst dir eher den Partner aus, der sozusagen das bedient, wo du selber auch Bock drauf hast. Also das kann man nicht den Partnern so die gesamte Schuld geben. Zwei Familienhäuser auf dem Finger tragen. Und bei Bibi wäre es eben dieses Down to Earth hier, Seidenbademantel und sowas. Es macht schon Sinn, dass man das daran festmacht oder dass man zumindest
Also ich denke, das könnte ein bisschen was damit zu tun, aber ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ganz ehrlich, es macht halt einfach komplett Sinn, dass Bibi und Julienko anfangs noch gut harmoniert haben, aber dann irgendwann mal hat man sich einfach auseinandergelebt und hat unterschiedliche Ziele im Leben verfolgt und du suchst dir dann auch einfach dementsprechend. Ich glaube auch und es ist ja auch fein, so läuft es im Leben. Das ist ja nichts, was irgendwie ungewöhnlich ist. Leute entwickeln sich nicht in dieselbe Richtung und dann ist es doch fein, dass die sich auch eine... Also, dass die unterschiedliche Leben führen, wenn es ihnen gut tut, da unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Und dann ist doch fein. Einem Partner slash eine Partnerin, die halt auch die gleichen Ziele hat wie du. Wenn es heißt, du willst in der Rich Bubble abhängen mit ganz vielen Leuten Party machen und ein bisschen flexen und sowas, ist ja auch in Ordnung. Weißt du, wenn du es geschafft hast im Leben, warum auch nicht? Und wenn du down to earth sein willst und einfach ein chilliges Leben dir machen willst und sowas, warum nicht? Warum nicht? Hol dir den Themenflieger. Ich weiß nicht. Als nächstes dann Pulver Piu Piu. Es wäre auf jeden Fall strong. Ich glaube, woran es liegt. Es wäre strong, wenn er irgendwie so ein Geschmackspulver rausbringen würde. Das nennt er dann Pulver Piu Piu. Das ist generell so die Juicy Wow. Internetkultur ist, in der wir leben. Oder ob das halt einfach nur diese Bubble von Bibi und Julienko ist. Aber Julienko, aber ich weiß nicht, was ist mit den Leuten los, dass sie halt expecten, dass sie quasi durch ein Follow ein Anrecht auf irgendwelche persönlichen Infos haben, auf Infos, was du gerade machst, was du in den letzten 1,5 Jahren gemacht hast. Ich persönlich sehe es so, ja, wenn du irgendeine Scheiße im Internet gebaut hast oder dich zu irgendwas äußern solltest, dann solltest du das vielleicht auch machen. Du kannst es natürlich auch unterdrücken, so, du kannst es auch einfach ignorieren, so wie das Julienko jetzt gemacht hat bei seinem Comeback vor, ich weiß gar nicht, 2 Monaten, 3 Monaten, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Da hat er einfach gesagt so, yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's, der Julian. Ich habe mitbekommen, es gibt da Kritik über mich im Internet. Ja, ich zeige euch jetzt, wo ich Urlaub mache. Na, wie gesagt, das kannst du genauso machen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen taktisch unklug. Auf der anderen Hand hast du dann eine Bianca slash Bibi, die letzten 1,5 Jahre eigentlich gar nichts gemacht hat. Das ist halt das, wofür sie jetzt kritisiert wird, weil sie halt ihre Fans... Aber wird sie dafür kritisiert, dass sie sich Pause gegönnt hat? Also ich bin ja jetzt nicht so in diesem Instagram, weiß nicht... Wow. Game drin, was so Leute dann da teilweise, also sowas spielt sich ja wahrscheinlich in erster Linie auf Instagram ab. Sie wird wirklich dafür kritisiert, dass sie sich Pause genommen hat im Leben. Wow. Wow. Echt super asozial von ihr, dass sie sich Pause genommen hat im Leben. Wie kann sie denn nur? Fans hat, ich weiß nicht, im Regen stehen lassen. Pass auf, du liest dann solche Kommentare wie den hier. Warum feiern alle diesen Post? Ich meine, das hätte ich auch sofort schreiben können, weil es nur allgemeines Blabla ist. Keine Entschuldigung, keine Erklärung, nichts, was die Fans eigentlich wirklich interessiert hätte. Entschuldigung dafür, dass man Pause gemacht hat? Nun gut, bei wem soll sich Bibi denn entschuldigen und für was? Findest du es okay, nach über 10 Jahren im Netz einfach abzutauchen und die Fans im Regen stehen zu lassen? Naja, war nicht die Info da, dass sie lebt und dass sie sich, war das nicht allen bewusst? Und auf mehr Anrecht ahnt man noch nicht. Also ich kann auch verstehen, dass man irgendwie so ein Lebenszeichen möchte, dass man irgendwie, okay, ist sie gestorben oder nicht? Ah, sie ist nicht gestorben, alles klar. So, aber da hört es doch dann auf. Ja, es ist halt irgendwo schade, weißt du, wenn dann die Leute auf die Idee kommen, ey, ich folge dir und ich supporte dich quasi damit und im Gegenzug dafür bekomme ich einen Einblick in dein ganzes Leben. Jedes Mal. Ich bin immer noch irritiert davon, dass Leute offensichtlich, also so wie ich es jetzt verstehe, wirklich Bibi fronten. Für dass sie Pause gemacht hat. Ich verstehe es nicht ganz. Wenn du weg bist, wenn du eine Auszeit nimmst oder sonst was, dann musst du dich zwangshalber die ganze Zeit dazu äußern. Ich kann mich erinnern, sie hat auch irgendein Statement damals gepostet. Ich weiß nicht mal, was sie da geschrieben hat, aber von wegen so, yo, das ist gerade alles ein bisschen viel für mich, ich möchte eine Auszeit nehmen, bitte respektiert das. Ja, gut funktioniert. Ich glaube, wenn sie das gemacht hat, dann verstehe ich es noch viel weniger. Viele Leute, gerade auch in den Instagram-Kommentaren, ist mir das aufgefallen, verbinden einfach zu viel mit diesen Internetpersönlichkeiten und können das nicht wirklich trennen von ihrem Leben. Und wenn dann diese Ära vorbei ist, diese Ära Julienko Bibi, diese Ära altes Kaiserstudio ohne Fenster, wo man nicht lüften kann, wo es keine Heizung gibt, das verbinden sie dann mit einem Teil von ihrem Leben. Aber das ist ganz einfach nicht so. Die Zeiten ändern sich, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Ja, cool. Ich hab so als Shirin David mal gesagt, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und gebt mir gerne Feedback, wie ich das hier machen soll. Ich habe selber noch keine Ahnung, aber es ist nice, oder? Ich finde auch, es sieht sehr nice aus. Das, der neue Spot von Kaiser sieht sehr cool aus. Gerne wieder heim, meine Freunde. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für Leute, die es noch nicht... Schön, dadurch, dass der Raum so schön nach hinten geht, hat man so eine Tiefenschärfe.
klasse. Sieht super aus. Like dafür. Es ist ganz hervorragend. Folgt Kaiser. Er macht es sehr, 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 sehr gut.